Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzliche Willkommen zurück zu Let's Play Oblivion. Und ich bin aus der Höhle draußen. Wir haben gestern ein Rätsel bekommen, das ich nicht ganz verstehe. Und dieses Rätsel hat mit... wo ist es? Dem Valkyrie-Stone zu tun. Ihr Magiewert ist auf dem Maximum. Bleibt der Valkyrie-Stein geladen. Was zum Teufel? Was soll's sein? Ihr habt mit der Macht eines Valkyrie-Steins eure Magie wieder aufgeladen und nun ist sie auch verbraucht. Geil. Das Rätsel ist gelöst. Es gibt uns Mana. Coole Sache. Ah ja, das gefällt mir. Was zur Hölle ist eigentlich das? Ich verstehe es nicht. Ich habe keine Ahnung, wie man jetzt in die kleine Ansicht wiederkommt, aber da ist eine kleine Insel. Ich glaube, das hat irgendwas mit dem DLC zu tun. Ich würde sagen, wir gehen als nächstes mal zur Burg. Gucken wir uns da mal ein bisschen um. Also ich finde das jetzt ein bisschen gemein mit dem Valkyrie Stone. Es gibt mehr Mana zurück? Habe ich jetzt einen Fehler gemacht? Ich glaube, habe ich einen Fehler gemacht? Hätte ich das nicht tun sollen? Ich weiß es nicht. Das ist ja genauso, als hätte ich eine Mana-Potion. Seltsam. Sehr, sehr seltsam. Oh, eine Stadtwache. Ihr habt gefunden, Festung Urasek. Aber wir gehen erstmal zum Marktbezirk. Ich muss erstmal mein Stuff loswerden, ganz, ganz dringend. Gucken wir mal, was wir uns ein bisschen erhandeln werden. Das ist ja nicht lustig, dass man einfach so, ja, pff, jetzt bin ich in der größten Stadt der Welt, cool. Einfach genial. So, aber es ist natürlich, es ist mitten in der Nacht. Kann ich nicht zurückspulen? Das wäre viel einfacher. Stell dir vor, wir spulen einfach die Zeit zurück. Und wie schnell die Zeit hier vergeht, das ist man gar nicht gewöhnt aus Skyrim, ne? Das ist ja, plopp, Nacht. So, habt ihr offen? First Edition. Okay, der verkauft hier Bücher. Und soweit ich mich erinnern kann, gibt es da auch eine Quest. Ich bin Fincias, Inhaber der Erstausgabe. Seht euch nur um. Wenn ich es nicht hier habe, kann ich es vielleicht besorgen. Graufuchs? Okay. Ich kenne bereits den Graufuchs. Verdammter Dieb. Ich hoffe, sie knüpfen ihn auf, wenn sie ihn kriegen. Aber er entwischt immer wieder. Die Bettler sind seine Augen und Ohren. Kaiserstadt. Dies ist der einzige Buchladen der Stadt. Dann gibt es noch Renoids Bücher in Korol, Machnas in Chardinal und südliche Bücher in Leyavin. Rumors. Alle Welt redet natürlich nur noch über den Mord. Hier, nehmt meinen Rappenkurier. Geht nur, behaltet ihn ruhig. Ermordung hinzugefügt. Die Morde. Worüber kann man ansonsten noch sprechen? Perfekt geplant und ausgeführt. Die klingen völlig nutzlos. Eine absolute Katastrophe. Ah, mehr hast du nicht? Die Morde. Okay, also, wir können quasi ihn ein bisschen freundlicher stimmen. Kurz. Huch, entkommt aus dem Gefängnis. Bei jedem Warum ist das die Quest? Also Quest beendet. Bei jedem Überzeugungsversuch müsst ihr bewundern, prahlen, witzeln und nötigen. Jede dieser Aktionen behebt oder dämpft die Stimmung des NPCs. Macht nicht zu lange, denn die Stimmung des NPCs sinkt beständig. Wenn ihr eine mögliche Aktion markiert, zeigt das Gesicht des NPCs die entsprechende Reaktion. Er wird jede Aktion entweder lieben, mögen, nicht mögen oder hassen. Seine Stimmung wird besser bei einer Aktion, die er liebt oder mag. Und sinkt bei einer Aktion, die er nicht mag oder hasst.
Der mögliche Gewinn oder Verlust für jede Aktion hängt von eurer Überredungskunst ab und davon, wie voll der Keil ist. Versucht die volleren Keile zu wählen, wenn sie zur Aktion gehören, die dem NPC gefallen. Wählt weniger volle Keile, wenn sie zur Aktion gehören, die er nicht mag. Okay. Ich kann ihn bestechen. Also. Okay. Bla bla bla, das ist so langweilig. Das Marker, das heißt, ich muss da das hier, das große, auf jeden Fall dahin bringen. Das Marker nicht, das heißt, der kleine muss dahin, das heißt, wir gehen das hier. Das ist ein Spart euch eure Worte. Ich bin dabei, absolut. Kann ich ihn nochmal? Ich bin ganz Ohr. Oh, ich habe ihn schon besänftigt, cool. Handeln wir mal. Seht euch nur um. Billigere Preise findet ihr in ganz Tamriel nicht. Ja, bei mir auch nicht. Arschloch, du willst gar nichts. So, was haben wir hier? Blitzschlag brauche ich nicht. Chamäleon, ich brauche keine Zaubersprüche. Das ist ein... Ich mag solche Schriftrollen einfach nicht. So. Das brauchen wir sowieso. Gut. Beehrt uns bald wieder. Okay, es war eigentlich total nutzlos, schönen ihn Tag irgendwie zu besänftigen. Folgst du meinetwegen, wenn ich hochgehe? Kackloop. Okay, beklauen wir mal. Essen kann ich immer gebrauchen. Also ich würde sagen, ich werde meine Heilung nicht verbessern, indem ich warte. Es sei denn, es ist möglich allerdringlichst. Weil ich finde, das ist einfach sowas wie Cheaten und das schmeckt mir nicht. Deswegen werde ich ein bisschen mehr auf Heilung gehen, ein bisschen mehr auf Potions, damit das wirklich auch Sinn macht, dass ich Leben verliere, weil ich ganz ehrlich, ich kann auch jederzeit einfach warten, weißt du? Ups. Ich kann auch jederzeit einfach warten. Okay, währenddessen ich einbreche nicht. Und dann kann ich mein Leben wiederherstellen, das ist doof. Einkaufsliste. Bier und zwar jede Menge. Neue Becher. Genug Obst für 12 Gäste? 12? 8 Laibe Brot, gebratenes Wildschwein. Wieso? Ich nehm's einfach mit. Neues Hemd, Stiefel, Besen, 2 Gabeln. Wieso 2 Gabeln? Erwartest du Besuch? Außer von diesen 12 Personen? Wenn er 12 Personen einlädt, wieso kauft er nur 2 Gabeln? Stundenglas. Biografie von Königin Barencia. Oh, cool. Barencia. Habe ich schon oft gelesen. Damals in Skyrim. Ich hatte mal ein Let's Read, das ich leider auf Eis legen musste, weil ich keine Zeit mehr hatte. Ich würde es gerne machen, aber ihr wisst ja. Ich werde versuchen, auf jeden Fall so viele Bücher hier wie möglich zu lesen für euch. Ich habe nichts geklaut. Also alle wichtigen. Immer wenn wir ein neues Buch gefunden haben, werde ich es dann am Ende der Folge mal lesen. Einfach nur, um zu gucken. So. Sehr schön. Wir hatten ja noch einen Brief bekommen, ne? Ermordung. Extrablatt. Kaiser und Thronfolger ermordet. Achso. Ach. Okay. Der Mord. Ich verstehe. Ältestenrat übernimmt Regierungsgeschäfte. Kaiser Uriel Septim, der Siebte, ist tot. Im Alter von 87 Jahren nach einer Herrschaft über Tamriel von 65 Jahren. Cool. Der war 22, als er angefangen hat. Er wurde von unbekannten Meuchelmördern umgebracht. Gleichzeitig wurden an verschiedenen Orten die drei Söhne und Erben des verstorbenen Kaisers Krumpitz, Geldal, der 56. Prinz Ennemann, 55. Achso, das ist nicht der 55, das ist das Alter. Prinz Ebel, 53. Von anderen Attentätern ermordet. Eine Untersuchung der Identität und Motive der Meuchelmörder hat begonnen, doch der Ältestenrat, die Kaiserliche Wache und die Klingengarde haben bis auf Weiteres die Veröffentlichung von Berichten und Gerüchten über die Geschehnisse untersagt. Nach alten Präzedenzfällen regiert der Ältestenrat des Kaiserreichs, bis ein neuer Kaiser gekrönt wird. Es gibt keine überlebenden direkten Erben und der Rat hat keine Kandidatenliste aufgestellt.
Kanzler Okato, kaiserlicher Kampfmagier, appellierte im Namen des Ältestenrates an die Bürger des Kaiserreichs, die Ruhe zu bewahren und bat das Volk, den Kaiser, seine Söhne und den Ältestenrat in seine Gebete einzuschließen. Kaiser Uriel VII., frühere Regierungszeit, war geprägt durch Frieden und Wohlstand. Kaiserin Kaula Boria gebar ihm 3 gesunde Söhne, war dem Kaiser eine liebevolle Gefährtin und äußerst beliebte beim Volk. Doch der Kaiser und das Kaiserreich litten schrecklich während des kaiserlichen Simulacrums, hast du nicht gesehen, als er in Oblivion gefangen gehalten wurde und der Thronräuber Jagatan sein Aussehen annahm und an seiner Stelle herrschte. Kaiser Uriel wurde schließlich mit Hilfe der Zauberin Ria Silmane und ihres schattenhaften Schützlings befreit, wieder eingesetzt und der Hochstapler geschlagen. Doch die Angelegenheiten des Kaiserreichs waren in großer Unordnung. Und Kaiserin Kaula Voria zog sich erschöpft durch ihre schwere Prüfung aus dem öffentlichen Leben zurück. Die Jahrzehnte nach der Wiedereinsetzung waren erneut friedvoll und voller Wohlstand, doch schließlich kamen die wachsenden politischen Spannungen unter den kleinen Staaten im Nordwesten Tamriels in den Krieger der Ilyak-Bucht zum Ausbruch. Die zur Etablierung der modernen Grenzen von Daggerfall, Sentinel, Vecrast und Orsinium führten und ihren Höhepunkt in den bemerkenswerten Geschehnissen fanden, die mit der Verwerfung im Westen verbunden sind. In den späteren Jahren herrschte, in den späteren Jahren der Herrschaft des Kaisers florierte der kaiserliche Einfluss in den Provinzen und aufgrund der glücklichen Beendung der Religionskriege und der Wadenfallkrise sowie unter der weisen und standhaften Führung von König Helseth und seiner Mutter Königin Barentia bereitete sich der kaiserliche Hochkult selbst in den abgelegenen Bereichen von Morrowind aus. Der Mord am Kaiser und an seinen 3 Söhnen ist ein schreckliches Verbrechen und eine große Tragödie für das Kaiserreich. Kampfmagier Okato versicherte uns, dass alle Ressourcen des Ältestenrats, der Legionen, der Wache, der Geheimen Universität und der kaiserlichen Kampfhochschule eingesetzt werden, um die Attentäter der Justiz zu überantworten. Doch in der Zwischenzeit ist es der größte Tribut, den wir dem Andenken unseres geliebten Kaisers zollen können, ernsthaft und gewissenhaft unseren alltäglichen Angelegenheiten nachzugehen, das Leben des großen Kaiserreichs zu ehren, das er so geliebt und dem er so lange Zeit so gewissenhaft gedient hat. Ja, cool. Ich dachte, das wäre eigentlich eine Quest oder so. Was kann ich heute für euch tun? Viele Magier schwören auf Zauberstäbe von Rindir. Aha. Ich habe die besten Preise der Stadt. Warum? Ich bin schlau. Ihr seid schlau. Wir kennen die richtigen Leute. Wir kriegen die besten Geschäfte. Okay. Handeln. Was darf ich euch anbieten? Überzeugungsarbeit müssen wir nur leisten, wenn er irgendwie irgendwas verheimlicht oder so. Aber du kannst erstmal den Scheiß haben. Ja, den Scheiß. Ja, kann ich nicht einfach Enter drücken? Wollen wir den Scheiß auch verkaufen? Wieso ist der nur 82 wert? Der war doch 600. Hast du nicht gesehen wert? Nein, ich kann nicht Enter drücken. Handelsgeschick verbessert. Boom. Die hat sonst keine Rüstung. Das bringt eigentlich nicht wirklich viel. Verkaufen wir. Das ist mehr, als ich für gewöhnlich. Das behalten wir auf jeden Fall. Und Magika wiederherstellen, Ausdauer wiederherstellen kann eigentlich weg. Das klingt nach einem angemessenen Preis. Das muss doch irgendwie schneller gehen, ey. Wie kann man schnell verkaufen? Magika brauche ich gar nicht. Ah! Healing brauche ich auf jeden Fall, ich weiß nicht mal, was das ist. Hier, den Alkohol kannst du auch haben. Den Scheiß behalten wir das sowieso nicht. Wirklich schwer. Wieso habe ich dich dabei? Ist zwar nichts wert, aber ich kann es auch direkt verkaufen. Ja, die Perle würde ich sagen. Kannst du auch noch haben. Ein Silbernugget. Ein gutes Geschäft. Unreine Rubine. Wir werden später sowieso mehr finden. So, gucken wir mal, was er hat.
Wobei, wir brauchen den Bogentypen, ne? Kaiserlich 7000! Lass mich verarschen. Kommt wieder und kauft bei mir. Ja, ja, komm. Bitte nicht. Lebt wohl. Beehrt uns bald wieder. War gewollt. Ich wollte die Tür vorwarnen. Okay, das ist Durchschnitt. Echt jetzt? Muss ich das in der Reihenfolge machen? Gott! Das könnte mich noch aufregen. Alles meins. Kann ich alles essen? Hahaha. Sehr schön. Hast du noch etwas Wertvolles für mich, was ich irgendwie benutzen kann? Ja, das, Essen? Ist zwar was wert, aber ich kann damit nichts anfangen. Es sei denn, ich finde mal einen Hehler. Ansonsten ist das für mich ziemlich wertlos. Halt! Ihr habt gegen die Gesetze verstoßen. Zahlt die Geldstrafe. Nein! Die gestohlene Ware ist hiermit Fünf. Zu schade aber auch. Ich hatte gehofft, ihr würdet euch eurer Festnahme widersetzen. Also gut, das ist das Prozedere. Wir gehen zum Schloss. Erst durchsuchen wir euch und konfiszieren alles an gestohlener Ware. Nein! Dann zahlt ihr eure Strafe und wir lassen euch frei. Woher wusstet ihr das? Bullshit. Woher wussten die das? Ich fühl mich verarscht. Im Kaiserreich. Verarscht. Können das doch nicht wissen. Naja. Gehen wir mal rein. Mach mal mein ganzes hübsches Essen. Wie soll ich mich jetzt heilen? Das war eigentlich dafür geplant. Ich möchte mich nicht ausruhen. Ich möchte mich nicht ausruhen. Es sei denn, ich muss warten. Wieso liegt die Leiche da? So, aber Weg 30, ne? Aber ist ganz schön was wert. Für die gottverdammte Truhe. Denke. Wieso kannst du Türen öffnen? Wieso besitzt du Hände, um Türen zu öffnen? Was soll das? Dietrich, Dankeschön. Nichts. Gekochtes Rattenfleisch. Kann ich mein Rattenfleisch da nicht einfach reinlegen? Dünn's gekocht? Wenn es nur so einfach wäre. Ja, ich sehe schon, ich sehe schon. Vermute mal, da unten sind Gegners. Eine Krabbe. Okay, das ist ein bisschen armselig. Schleichen? Ich will, dass mein Bogen sich verbessert. Macht doch nichts anderes. Eiserner Bogen. Boom. So, sehr schön. Das war eins, ne? Achso, den Rest habe ich verkauft. Ich wollte schon sagen. Was ist mit dem Rest passiert? Stimmt, ich habe meine Nahkampfwaffe verkauft, ne? Ah, gut. Egal. Jetzt haben wir einen eisernen Bogen. Der macht noch ein bisschen mehr Schaden. Nice. So, was ist, wenn ich mir ein paar Gifte herstelle? Krankheit widerstehen, Schaden, Geschicklichkeit, Lebensenergie, Schadenintelligenz, Schaden, Ausdauer, festigen Persönlichkeit, Lähmung heilen, Gift widerstehen, Lebensenergie. Ja, okay. Könnten wir Potions herstellen, ja. Okay, zur Not kann ich das Zeug auch benutzen, um Potions herzustellen. Ich wollte eigentlich Gifte herstellen. Aber das können wir wohl vergessen. Easy. Vielleicht finden wir irgendwie noch einen Kochtopf oder so, damit ich irgendwas mal machen kann damit. Ich werde auch Mana-Tränke, glaube ich, auch nicht mehr aufsammeln, weil das Verkaufen so scheiße ist. Sondern ihr sagt mir, wie man schnell verkauft. Tja, deine Rüstung hat dir nicht viel gebracht, Bro. So, gucken wir erstmal, was er hatte. Lauch!
Brauner Teller, Pfanne, Schüssel. Okay. Das nehmen wir definitiv mit. Oh, ich wollte die Kerze mitnehmen. Fleisch, Mais, Zwiebel. Die Sachen sehen auf jeden Fall nicht mehr wirklich gut aus, ne? Aber ich werde sie mir reindrücken. Zur Not. Mir wäre es natürlich am liebsten, wenn ich mir eine schöne Schüssel craften könnte. Gar nicht schon craften. Wie sie zubereiten. Na gut, gehen wir mal hier runter. Boah, Blut. Blut ist immer gut. Nur nicht für den Typ. Mir mag nicht gefallen, dass da Geld liegt. Warum liegt da Geld? Warum wollt ihr mich da hinlocken? Damit ich das Geld sehen kann. Da ist eine Keule. Eine Sense. Wieso liegt hier Geld? Ich meine, ich nehme es gerne. Ohne Truhe. Krankheit heilen. Cool. Wer weiß, vielleicht werde ich eines Tages krank. Vielleicht zum Vampir sogar. Man weiß es nicht. Ach du Scheiße, da muss es einen Schlüssel geben. Sehr gut versteckt. Gut oder böse? Marodeur, böse. Marodeur ist immer böse. Ich komme wieder. Okay, Tür zugemacht. Ach, hier ist die Krabbe verreckt. Geilo! Da waren Baumstämme drauf! Da waren einfach fucking Baumstämme drauf! Und dann kommt da so eine Katze wie ich, so ein Leichtgewicht, weißt du? Und dann fällt das zusammen, ist klar. Wen willst du verarschen, Spiel? Athletik verbessert, cool. Ganz ehrlich. Vielleicht war das einfach nur der Tropfen, der das Fass zum Platzen gebracht hat. Wer weiß. Oder zum Überlaufen. Toll, jetzt kann ich die ganze Scheiße wieder hochlaufen. Okay, dann gehen wir da nicht lang. Da war sowieso nur ein riesiges Tor. Vermutlich das Haupttor. Wo man auch durchgehen konnte. Was ist das? Ich nicht. Die Tür öffnet sich von alleine, sorry. Was immer es war, jetzt ist es weg. Sie hat sie geheilt! Du Potzau! Hör auf, die zu heilen! Da heilt die sich einfach. Hast du nichts gemerkt? Deine Freundin ist gerade gestorben. Ich meine nur. Aber man kann sich ja ruhig die Wand angucken, ne? Ist wirklich eine interessante Wand. Hm. Was sagst du dazu, Lydia? Oh, du bist ja tot. Warum musst du so viel wiegen? Warum nur? Na, guck mal, Lydia. Du liegst ja in der Ecke. Was ist mit dir passiert? Hm? Eisendolch. Dolche muss ich auf jeden Fall mitnehmen. Eines Tages will ich auch auf Dolch gehen. Wenn wir Schleichen hoch genug haben. Eisenstiefel und Gold. Ja, cool. Schwere Rüstung kann ich echt nicht gebrauchen. Was habt ihr gemacht? Was habt ihr hier gemacht? Wieso sperrt ihr euch hier ein? Das ist mal eine ernst gemeinte Frage. Ich meine, die Tür war abgeschlossen, der Schlüssel war auf der anderen Seite. Warum tut man sowas? Ja gut, dann vermute ich mal, dass das hier der Ausgang sein soll. Oder dass man quasi hier lang läuft und dann denkt, oh, guck mal, der Ausgang. Und dann fällt man runter. Ja, aber nicht mit mir. Verarschen kann ich mich allein. Ha. Oh. Hier geht's weiter. Wieso bist du so tanky? Oh mein Gott! Es schlägt mich!
Okay, töten wir zuerst den da. Das ist schon ein bisschen kacke, ne? Mr. Oberwatz. Hier kriegst du ein Handy. Oh mein Gott, das kommt rüber. Nein! Nicht töten, bitte nicht. Holy shit. Was bist du denn für einer gewesen? Geht's dir noch gut? Okay, okay. Schaden, Lebensenergie. Ah, das ist Poison. Oh Gott. Okay, alles ist gut. Alles ist gut. Ich bin nicht verreckt. Kurz mal speichern. Oh mein Gott. Warst du der König? Was bist du denn? Ein Kopf. Okay, ein Kopf. Bronzeamulett. Cool. Cooles Zeug. Alkohol. Wofür auch immer. Oh. Stärke-Potion. Ist das eine Potion, die mir immer Stärke gibt? Ah, für 30 Sekunden. Ah. Ja, das wäre was Besonderes. Direkt am Anfang. Das erste Schloss. Gibt mir für immer Stärke. 300. Ich habe keine Ahnung mehr, wo der Ausgang ist. Ich bin ganz ehrlich mit euch. Bin auf jeden Fall in die richtige Richtung. Ich glaube, das sieht richtig gut aus. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Das sieht mir der Ausgang aus. Ja, hier waren die Bretter. Die Baumdinger. Ihr wisst schon. Ich bin frei. Also... Kurz irritiert, hätte ich nicht draußen sein müssen? Ich darf nicht mehr diese Truhe angucken. Jedes Mal denke ich, da ist Loot drin. Ja, cool, dass die Stadtwache nichts dagegen gemacht hat, dass da Kobolde sind und Banditen und so ein Kram. Gut, Freunde, ich würde sagen, das war's für heute. Morgen geht's weiter, dass wir etwas anderes machen. Vielleicht finden wir ja sogar eine spannende Quest, wer weiß. Wir sehen uns morgen zu einer neuen Folge wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.